Warum fahren die Schüler eigentlich mit dem Zug nach Hogwarts? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Hogwarts Express und dem nationalen britischen Eisenbahnnetz. Mit einem Bahnsteig, der für Muggel unsichtbar und unzugänglich ist, und einer Bahnlinie, die zu einer magischen Schule im schottischen Hochland führt, wird es dich wahrscheinlich nicht überraschen, wenn ich sage, dass die Bahnfahrt nach Hogwarts gelinde gesagt ziemlich ungewöhnlich ist. Züge spielen in Harry Potter eine zentrale Rolle, denn sowohl der Bahnsteig 9¾ als auch der Hogwarts Express spielen eine entscheidende Rolle bei Harrys erster Reise weg von den Dursleys und in die Zaubererwelt. Aber hast du dich schon einmal gefragt, wie diese magische Bahnfahrt in ein bereits bestehendes nationales Schienennetz passt? Existiert der Hogwarts Express völlig unabhängig vom Rest dieser Züge? Oder teilt er sich einige der gleichen Gleise? Befördert er einige der gleichen Fahrgäste? Ist der Hogwarts Express in der Lage, Zusammenstöße auf irgendeine magische Weise zu vermeiden? Oder wie genau funktioniert das alles? Aus unserer Sicht beginnt alles am Bahnsteig 9¾ der King's Cross Station, wo die Schüler den Hogwarts Express besteigen. Eine scharlachrote Dampflokomotive, die die Schüler nach Hogwarts und wieder zurückbringt. Man erreicht den Bahnsteig, indem man direkt durch die Schranke zwischen den Bahnsteigen 9 und 10 geht. Allerdings könntest du Schwierigkeiten haben, wenn du entweder zum ersten Mal dort bist oder ein Muggel bist. Bahnsteig 9¾ wurde natürlich am King's Cross Bahnhof am Rande des Londoner Zentrums gefilmt. Es ist ein aktiver Bahnhof, aber am echten Bahnhof sind die Bahnsteige 9 und 10 durch Gleise getrennt. Für die Dreharbeiten wurden die Bahnsteige 4 und 5 in 9 und 10 umnummeriert, und im heutigen Bahnhof findet man den versteckten Zugang zu Bahnsteig 9¾, komplett mit einem halben Gepäckwagen, der in der Wand verschwindet. Nachdem du den Bahnsteig 9¾ hinter dir gelassen hast, steigst du als nächstes in den Hogwarts Express ein. Der Zug verkehrt zwischen King's Cross Station und Hogsmeade Station und fährt etwa 6 Mal im Jahr, bei Bedarf auch öfter. Im Hogwarts Express beginnt Harrys Beziehung zu den anderen beiden Mitgliedern des berühmten Trios, Hermine Granger und Ronald Weasley, aufzublühen. Wenn du deine Zugreise beendet hast, ist dein nächstes Ziel als neuer Schüler eine Schule, von der du vielleicht schon gehört hast, die Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Aber um die Frage zu beantworten, wie dieses Eisenbahnnetz in das Muggelnetz passt, müssen wir tiefer in die Geschichte des Hogwarts Express eintauchen. Dank Pottermore haben wir einige Informationen dazu, die nicht besonders gut bekannt sind, selbst für größere Harry Potter Fans. Als dem Ministerium klar wurde, dass die Beförderung der Schüler nach Hogwarts in Angriff genommen werden musste, hatte die damalige Zaubereiministerin Ottilien Gamble eine Lösung parat. Eine gewagte und umstrittene Lösung für das heikle Problem der Schülerbeförderung wurde schließlich von der Zaubereiministerin Ottilien Gamble vorgeschlagen. Sie interessierte sich für die Muggel-Erfindungen und erkannte das Potenzial von Zügen. Woher genau der Hogwarts Express stammt, ist nie endgültig bewiesen worden, aber es gibt geheime Aufzeichnungen im Zaubereiministerium, in denen eine Massenoperation mit 167 Gedächtniszaubern und der größte jemals in Großbritannien durchgeführte Massenverbergungszauber dokumentiert sind. Am Morgen nach diesen angeblichen Verbrechen versetzten eine leuchtend scharlachrote Dampflokomotive die Bewohner in Hogsmeade in Erstaunen, die auch nicht wussten, dass sie einen Bahnhof hatten. Als Ottilien Gamble einen Muggelzug als neues Transportmittel für die Schüler von Hogwarts beschlagnahmte, ließ sie auch einen kleinen Bahnhof im Zauberdorf Hogsmeade errichten, ein notwendiges Anhängsel des Zuges. Das Zaubereiministerium war jedoch der Meinung, dass der Bau eines zusätzlichen Bahnhofs für Zauberer mitten in London selbst die berüchtigte Entschlossenheit der Muggel, Magie nicht zu bemerken, gefährden würde, selbst wenn sie vor ihren Augen explodiert. Es war Evangeline Orprington, Ministerin von 1849 bis 1855, die auf die Lösung kam, einen versteckten Bahnsteig am neu gebauten Muggelbahnhof King's Cross zu errichten, der nur für Hexen und Zauberer zugänglich sein sollte. Angesichts dieser kurzen Geschichte des Hogwarts Express vermute ich, dass er kurz nach der Abfahrt von King's Cross auf eine Muggelzuglinie umsteigt oder einfach seine eigene exklusive Strecke auf der gesamten Fahrt nutzt. Möglicherweise trifft sogar beides zu. Um Punkt 1 zu verteidigen: Es wäre absolut sinnvoll, dass Hexen und Zauberer die Infrastruktur des bereits vorhandenen Bahnhofs nutzen. Warum eine ganze Eisenbahnlinie bauen, wenn sie einfach das nutzen können, was bereits vorhanden ist, und dann irgendwo ein Gedächtniszauber wirken, um die durchgeführten Arbeiten zu verbergen und die genannten Veränderungen zu erreichen?
Bei diesem Ansatz müsste das Ministerium lediglich einen geheimen Bahnsteig anlegen und dann eine Art versteckten Knotenpunkt an einem relativ unauffälligen und nahegelegenen Ort schaffen. Der Zug selbst fällt nicht sonderlich auf und wirkt nicht von Natur aus magisch, also gäbe es keinen Grund, warum sie nicht die bestehenden Eisenbahnlinien nutzen sollten. Was die Kollision mit anderen Zügen betrifft, der Hogwarts-Express wurde zufällig mehrfach magischen Modifikationen unterzogen, bevor er vom Ministerium für den Schulbetrieb zugelassen wurde. Ich stelle diese Hypothese auf, dass die Änderungen vorgenommen wurden, um genau dieses Problem zu beheben, aber ich könnte mich auch wahnsinnig irren. Der zweite Punkt jedoch, dass der Hogwarts-Express auf einer eigenen Strecke fährt, könnte tatsächlich mehr Sinn ergeben. Einer der Hauptgründe, der mich zu dieser Theorie bewegt hat, ist die Tatsache, dass Hogsmeade auf Anweisung von Ottoline Gamble seinen eigenen Bahnhof bauen ließ. Aus meiner Sicht wäre es absolut unmöglich, dass das Zaubereiministerium die Ankunft einer Muggellinie in Hogsmeade riskiert, denn das wäre ein direkter Verstoß gegen das internationale Geheimhaltungsstatut, das die Trennung und Harmonie zwischen der Muggel und der magischen Welt bewahrt. Das nächste Argument für diese Theorie ist die Tatsache, dass keine anderen Züge erwähnt werden, die auf der landschaftlich reizvollen Strecke des Hogwarts-Express fahren. Es scheint, als ob der Hogwarts-Express auf einer außergewöhnlich ländlichen Strecke fährt und scheinbar an sehr wenigen Städten und Ortschaften vorbeikommt. Der Hogwarts-Express schien kein Teil des regulären Schienennetzes zu sein, und ich sage das, weil auf seiner Reise keine Bahnhöfe erwähnt werden. Nach alledem könnte es sein, dass die bereits erwähnten Änderungen am Zug durch das Ministerium eher darauf abzielten, ihn zu verbergen, als Kollisionen zu vermeiden. Ich könnte mir vorstellen, dass eine gemeinsame Eisenbahnlinie, die ohne Halt auf eine Zauberschule zusteuert, beträchtliche Aufmerksamkeit erregen würde. Um unangenehme Fragen zu vermeiden, wäre es am einfachsten, den Zug für Muggelaugen unsichtbar zu machen mit komplizierten Tarnzaubern etwa. Um die Strecke zu bauen, die ein großes Gebiet abdeckt, hätte es wohl eine Menge sorgfältiger heimlicher Arbeit erfordert. Doch für den Fall, dass neugierige Muggel zufällig Zeugen des Geschehens werden, gibt es immer noch die bereits erwähnten Gedächtniszauber. Aber ich habe noch eine Sache hinzuzufügen. In verschiedenen Szenen der Filme sehen wir den Hogwarts Express über eine Brücke fahren. Eine Brücke, über die ich zufällig etwas herausfinden konnte. Die Brücke ist als Glenfinnan-Brücke bekannt und befindet sich in Schottland. Sie liegt an der West Highland-Linie in Glenfinnan, Schottland. Es handelt sich um die längste Eisenbahnbrücke aus Beton in Schottland, ganze 380 Meter, und überquert den Fluss Finnan in einer Höhe von 100 Fuß. Vorausgesetzt, wir haben den visuellen Beweis, dass der Hogwarts-Express über eine bekannte Brücke fährt, würde der Beweis dafür sprechen, dass der Hogwarts-Express tatsächlich über einige bekannte Eisenbahnlinien fährt. Aus diesem Grund bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Hogwarts-Express ein bisschen von beidem hat. Aber wie man es auch dreht und wendet, ein Transportsystem für Zauberer zu schaffen, das in die Muggelwelt integriert ist, ist kein leichtes Unterfangen. Der größte jemals durchgeführte Massenverbergungszauber ist ein Beweis dafür, wie ernst diese Angelegenheit genommen wurde. Und manchmal frage ich mich einfach nur, warum nicht einfach Flohpulver benutzen? Wäre doch viel einfacher, oder nicht? Und das war's mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like da und abonniere den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.